So, Alexia, was machen wir denn heute? Ich glaube, wir fahren Quad. Genau. Aber ich glaube, wir dürfen es nicht. Also, wir haben hier den Schlüssel zur Wohnung von Sören und Annika. Das heißt, wir werden jetzt reingehen. Die sind ja aktuell im Golfcamp. Und wir werden den Schlüssel rausholen für das kleine Elektroquad. Ich bin noch nie damit gefahren, Alexia auch noch nicht. Wir werden mal heute schauen, was wir damit machen können. Natürlich in der Tiefgarage, alles Privatgelände. Ne? Wir wollen uns ja nicht strafbar machen, aber ich glaube, es wird sehr witzig. Okay, so. Gucken wir mal. Bist du aufgeregt? Sehr. Ja? Ich bin noch nie irgendwo eingebrochen. Echt jetzt? Wollte ich das erste Mal? Mach ich spreche nicht so oft woanders an. Nicht? Ach so, ja, ich auch nicht. Wir müssen jetzt den Schlüssel klauen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher das ist. Das hier? Meinst du, ist das der hier? Ja. Da hängen so viele. Welchen müssen wir denn jetzt nehmen? Also ich finde, der hier sieht irgendwie danach aus, oder? Ja, kann ja sein. Okay, wir probieren einfach mit dem hier das Quad zu starten und wenn das nicht funktioniert, müssen wir halt nochmal rauf. Ja. Okay? Okay. Okay, ja dann, let's go. Let's go. Was sagst du zu deinen Schuhen? Also ich muss sagen, Dresscode heute wieder 10 out of 10, Alexia. Wo hast du die her, die Marvel-Latschen? Die habe ich gerade aus deinem Badezimmer geholt. Nein, die hast du mir aus deinem Badezimmer geholt. Genau, weil du keine richtigen Schuhe dabei hast. Oder warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Weil ich Stiefeletten anhabe, aber es so warm ist wegen Motorradfahren. Ah. Ich ziehe auch keine Stiefeletten in der Tiefgarage an. Sieht wunderbar aus. Ja, ne? Auf jeden Fall bist du jetzt ready to rumble for the Quad Action! Woo! So, Freunde, wir kommen näher. Da hinten steht das kleine Elektro-Quad. Hol mal da raus. Kannst du das da rausholen? Oder ist es irgendwie festgemacht? Also ich kann ja ein- und ausparken, ne? Aber das ist... Ja, so seitlich ziehen. Das kriegst du hin. Ja? Ja? Sören haut mich, wenn er das sieht. Boah, ich hoffe das. Du machst das super, Alexia, ja? Ja, 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 ja. I did it! Okay, Freunde, also hier ist das kleine Mini-Elektro-Quad. Richtig, richtig geil. Ich bin damit wirklich noch nie gefahren. Und erstmal müssen wir natürlich jetzt checken, ob die Schlüssel hier... passen, ja. Da. Boah. Wenn die jetzt nicht passen, haben wir echt ein Problem. Ja, try mal. Ja. Ja! Ach du Kacke. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck, wer als erstes darf. Okay. Ja? Ich darf anfangen. Hä, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer als erstes anfangen darf. Ja, aber ich darf anfangen. Dann machst du Wie? Papier und ich mach Schere, okay? Was? Hä? David sei ein Ehrenmann. Ich mach Papier und du machst Schere. Auf jeden Fall überhaupt gar kein Ehrenmann. So, also Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Scheiße. Ja, okay, komm. Das hast du charmant gesagt. Ja, ne? Sollte ich schnuck? Fahr nicht über die Latschen. Fahr nicht über die Latschen. Ich zieh sie an. Entspann doch mal deine Eierstöcke ein bisschen. So, okay. Was denn an? Naja, also ich glaube da in der Mitte. Du bist jetzt auf Forward. Also sollte eigentlich Daumengas, oder? Oder hier? Nee. Hier, da ist doch so ein Pedal. Pedal? Muss ein Pedal drücken, damit es geht oder was? Das kann nicht sein, dass wir zu blöd sind. Oh, okay. Oh mein Gott. Jetzt schnell? Ach du Scheiße. Alter, das ist ja voll schnell, das gibt's ja gar nicht. Komm, sag mal, gucken, ob wir den Hang hochkommen. Okay. Scheiße, ich verliere die Hose, Mann. Alter, das Ding ist so schnell, das hätte ich echt nicht gedacht. Alter! Alter, Scheiß wieder, oder? Was sagst du? Skala 1 bis 10, wie geil 100. Ist das Ding? Mega! Viel Spaß! Danke, dir auch! Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, ich darf heute gar nicht mehr fahren, perfekt. Was macht sie denn? Ohne Scheiß, Freunde, ich feiere das Ding so hart. Lass mich auch mal fahren. Lass mich auch mal fahren. I want to drive. Oh Gott, Alter, ich bin... Ja, da muss der Fuß drauf. Sonst da kannst muss der du nicht... Fuß drauf. Ja, sonst kannst du nicht fahren. Das ist wie so eine Sicherung. Kann es sein, dass ich viel zu groß bin für das Ding? Guck mal, wo meine Beine sind. Das ist doch nicht normal. Die müssen doch eigentlich da drunter, oder nicht? Man fährt also, doch nicht so Quad, so mit gespreizten Beinen. Ich habe auf jeden Fall Mitleid mit dem Quad. Kann man damit ein Wheelie machen? Oh, oh Gott! Wo ist denn Hinterradbremse? Ich weiß halt nicht, was Vorderrad und was Hinterradbremse ist.
Ich glaube, es gibt nur... Das ist hinten. Ah. Okay. Geht ihr auch rückwärts? Kannst du mal bitte versuchen, so einen Rückwärts-Wheelie zu machen? Das heißt, du lehnst dich jetzt nach vorne und gibst nach hinten Gas. Das kann ja schon nicht funktionieren, weil hinten der Antrieb ist. Ah, shit, okay. Ja, so weit habe ich nur nicht mitgedacht. Oh mein Gott! Was denn? David? Die Reifen, ich glaube, du bist zu schwer. Sind minimal nach innen schon, geneigt. Ich dachte jetzt schon, ist irgendwas kaputt. Weißt du, wie die Reifen aussehen? Die sehen gerade aus wie so... Die sind beide nach innen Richtung Lichtmaske geneigt. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Ich würde mir mal Gedanken über die Ernährung machen. Ich will jetzt einen Wheelie machen hier. Okay. Komm jetzt. Ja. Ich helfe dir nicht hoch. Offroad. Oh, 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 oh. Oh nein, du setzt auf. Oh. Warte, muss ich nochmal zurück? Meinst du, ich kann da so drüber jumpen ein bisschen? Ich kann es dir nicht sagen. Okay, jetzt pass auf. Okay? Ja. Bist du bereit? Ja. Also Leute, an dieser Stelle einmal Augen zu. Ja. Wir tun so, als wären wir das nicht gesehen. Das war aber schon vorher hier irgendwie, oder? Das war schon vorher. Ich erinnere mich auch, das schon gesehen zu haben. Kann ja nicht sein, dass Sören uns hier so ein kaputtes Quad gibt. Oh Mann, Alter. Das gibt richtig Ärger, wenn er das sieht. Scheiße. Sieht gar nicht doll. Das ist doch nur hier irgendwie aus der Verkleidung gekracht. Das kann man doch wieder reinschrauben. Ja, das geht. Das ist einfach nur hier so ein bisschen... Das ist ein bisschen... Jetzt guck, zack, wie neu. Das ist wie neu. Ja. Kaputt, als ob ich hier irgendwas kaputt fahren würde. Das kommt ja nicht in die Tüte. Na, hält doch. Oder? Ja, hält. Super, 1A. Wie neu. Oh Gott. Was war das? Das ist, Ist das jetzt nicht schlimmer, als es ist? Wir stellen das gleich einfach wieder da ab. Bring den Schlüssel zurück. Dann sind wir ganz leise. Genau, bring den Schlüssel zurück. Ihr habt das nie gesehen, okay? Sören hat das nie gesehen. Du hast es nie gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Das hat niemand gesehen. Es wurde heute kein Quad entfremdet. Wir sind damit nicht gefahren. Wer würde sowas vor allem machen? Das ist ja dumm, wenn man das gegen den Gegenstand von anderen Leuten kaputt macht. Ja, und das ist auch dumm, wenn man dann noch darüber ein Video macht und das dann hochlädt. Wenn man es dann nicht sagt, wenn man dann nicht dazu steht. Ja. Das, also nee. Nee, lass uns das zurückstellen, das wäre nichts gewesen. Genau, und dann haben wir es. Ja. Ja? Ja. Ich bin wirklich dafür, dass wir noch zusammen eine Runde fahren. David, das geht doch schief. Jetzt komm. Da muss ich mich da hinsetzen. Wohin? Da vorne. Wo? Nee, hinten. David, das bricht. Nein, das bricht nicht. Jetzt setz dich doch mal rauf. Die Kamera halten mit der Hand. Ich muss die Kamera. Wie? Ich kann mit der Hand. Mit der Hand? Hä, wieso? Wieso soll ich denn die Kamera halten? Ja, warte. Jetzt setz dich doch einfach drauf. David, das bricht. Setz dich doch jetzt mal einfach drauf. Oh, David. So? Wo ist mein Handy? Da. Das geht kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! David, das geht kaputt. Sören, ich war es nicht, es tut mir leid. Oh Gott, Hilfe. Mama, Mama, Mama. Es geht gar nichts kaputt, es geht. Es geht. Ich glaube, ich sitze mit meinem Arsch gleich auf den Reifen. Oh weia. Perfekt, Alexia. Ich hoffe, Ihnen hat die Fahrt gefallen. Das macht dann 4,99 an der Kasse. Außerdem bin ich in meiner Freizeit professioneller Geiger. Hör mal. Die Geräusche höre ich nachts von meinen Nachbarn auch immer. Ich habe mich schon immer gefragt, woher das kommt. Oh, David, oh. Applaus bitte. So, Freunde der Nacht,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir werden den Schlüssel jetzt zurückhängen und dann steigen wir auf das Motorrad, denn Alexia hat jetzt den offenen Führerschein. Sperrt eure Kinder weg. Bleibt am besten zu Hause. Alexia, wenn diese Frau hier mit offenen Führerschein auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, dann solltet ihr zu Recht Angst um euer Leben haben. Denn sie hat sie nicht mehr alle. Ja? In dem Sinne, ich verabschiede mich. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal eure Meinung zu dem Quad in die Kommentare. Und gerne, wenn ihr Ideen habt, was wir damit machen sollen, haut es auch rein. Ja? Das war auf jeden Fall witzig. Oder kurz und knackig. Einfach mal so ein bisschen... Es war kurz, knackig, witzig, ja. Ja, sehr gut. Alexia, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir eine Freude. Die Freude war ganz meinerseits. Danke, Herr Bost. Kuss geht raus. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, Freunde. In dem Sinne, genießt die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil.